Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Kollege Reinhardt hat dafür geworben, dass wir offen sein sollen für die Forderungen. Lieber Kollege Reinhardt, ich sage mal, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Und damit komme ich zu Ihrem ersten Punkt des Antrags. Auch wir haben ein großes Interesse daran, dass geflüchtete Menschen ganz schnell in Arbeit kommen und dass sie einen besseren Zugang erhalten. Allerdings ist es uns ein völliges Rätsel, wie man in diesem Zusammenhang von 1-Euro-Jobs und Buftis, also Bundesfreiwilligendienst, reden kann. Darauf kann kein Mensch eine Existenz aufbauen, und darum geht es. Arbeit dient nicht in erster Linie dazu, um sich selbst zu erfahren. Arbeit dient in erster Linie dazu, um sein Leben bestreiten zu können und endlich unabhängig leben zu können. Und deshalb brauchen wir gute Arbeitsplätze auch für geflüchtete Menschen. Das heißt, sie müssen sozialversicherungspflichtig sein, sie müssen tariflich abgesichert sein bzw. mindestens nach Mindestlohnbedingungen bezahlt werden. Und ja, in diesem Zusammenhang muss auch ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor genannt werden, aber auch genau zu diesen Bedingungen. Und wenn das die Zielstellung ist, gute Arbeit auch für geflüchtete Menschen, dann müsste dieser Senat endlich mal was tun. In Ihrem Antrag blenden Sie an ganz vielen Stellen die Kollege Reinhardt hat eine Zwischenfrage. Bitte schön. Frau Kollegin Breitenbach, ich glaube ja nicht, dass wir weit auseinander liegen. Und was Ihre Position zu guter Arbeit mit gutem Auskommen betrifft, bin ich ja tatsächlich auch bei Ihnen. Aber könnte man aus Ihren Ausführungen jetzt entnehmen, dass Sie die Abschaffung von Bufti, die Abschaffung von 1-Euro-Jobs und die Abschaffung von allen ÖBS-Stellen fordern? Nee, also ich fange hinten an. Beim ÖBS habe ich gesagt, ja, der ÖBS gehört dazu, und zwar als sozialversicherungspflichtig, tariflich abgesicherte bzw. nach Mindestlohn gezahlten Arbeitsplätzen. Was die 1-Euro-Jobs angeht, ist es jetzt ehrlich gesagt kein Geheimnis. Die PDS und später die Linke fand, dass die 1-Euro-Jobs schon immer falsch sind, weil sie sind einfach Arbeitsgelegenheiten. So. Und was das Bundesfreiwilligenprogramm angeht, kann man das lassen für bestimmte Gruppen, aber sie ersetzen keine Erwerbsarbeit. Deshalb, finde ich, muss man darüber gar nicht so lange reden. Herr Präsident, wenn ich mal anmerken dürfte, ich habe hier überhaupt, ja, mir sagt, weil vorher war auch nicht, Entschuldigung. Okay, also häufig wird ja gesagt, es wird nicht angerechnet, genau. Wird natürlich angerechnet, Sie haben Ihre volle Redezeit. Okay, also Sie sagen mir rechtzeitig Bescheid, ich sehe hier nichts. Okay, also der Antrag der Piraten, finden wir, blendet tatsächlich ganz viele Probleme auf, auch in ihren Punkten 2 und 3, wo es um die im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse geht. Die Probleme sind nicht gelöst, wenn die Frist, die tatsächlich immer länger wird bei dieser Prüfung, verkürzt wird. Die Probleme liegen wo ganz anders. Viele der Geflüchteten kommen überhaupt nicht mal bis zu einem Anerkennungsprozess. Da existieren Zugangshürden, selbst für Hochqualifizierte. Frau Scheres ist jetzt nicht mehr da, aber was man da von den Lehrerinnen und Lehrern hört, das treibt einem die Tränen in die Augen, bei den Ingenieuren und Ingenieurinnen genauso. Viele scheitern bei diesem Prozess an den Kosten. Ein Anerkennungsprozess ist teuer. Frau Senatorin hat es allerdings bis zum heutigen Tage noch nicht geschafft, den Härtefallfonds einzurichten, der beschlossen ist, wo die Gelder da liegen. Es ist mir ein Rätsel. Und ich finde, Herr Reinhardt, da liegen die Probleme. Und da wirken Ihre Forderungen, ja, ich weiß auch nicht, wie aus der Zeit gefallen, schlicht und ergreifend. Alles, was Sie an Bundesratsinitiativen vorgeschlagen haben, unterstützen wir sofort. Ich füge allerdings hinzu, dass wir jetzt nicht so viel Hoffnung haben, dass diese Bundesratsinitiativen eine Mehrheit finden würden. Deshalb würden wir vorschlagen, dass der Schwerpunkt weiterhin darauf gelegt wird, was können wir denn in Berlin machen unter den, ja, widrigen bundespolitischen Bedingungen, auch europapolitischen Bedingungen. Und da müsste der Senat endlich mal aktiv werden.
Wenn man geflüchtete Menschen in vernünftige Arbeit bringen will, dann muss das politisch aktiv gestaltet werden. Und da reichen eben nicht diese vielen kleinen Einzelmaßnahmen. Mensch, ich kann es langsam nicht mehr hören. Arrivo und willkommen im Arbeit. Wir sind auf einem guten Weg. Da haben wir ein Erfolgsprojekt. Nichts. Es gibt kein Gesamtkonzept. Und deshalb werden... Und deshalb werden die einzelnen Maßnahmen, die für sich genommen ja gar nicht verkehrt sind, werden einfach nicht greifen können. Also, wir brauchen ein arbeitsmarktpolitisches Konzept, was mit den Akteuren abgestimmt ist, das von der Kompetenzerfassung ein Riesenproblem und der Erstberatung über die passgenaue Qualifizierung bis hin zu dem Arbeitsvertrag oder zum Ausbildungsvertrag die notwendige Unterstützung und Begleitung sichert. Und solange das nach dem Zufallsprinzip stattfindet, wird das alles ein Rohrkrepierer sein. Und hier hat der Senat versagt. Und ja, Herr Chaya, Sie haben recht. Offensichtlich hat jetzt auch der regierende Bürgermeister, Herr Reinhardt, realisiert, weil es lässt sich nicht erklären, warum er jetzt McKinsey geholt hat. Da kann man nur sagen, offensichtlich traut er es seinen eigenen Senatorinnen und Senatoren nicht mehr zu, dass sie das hinkriegen. Aber McKinsey wird es auch nicht hinkriegen, da würde ich heute schon wetten.